Let's get it. Worms Rumble heißt das Spiel. Heute wollen wir das mal testen. Beziehungsweise ich habe das schon ein paar Mal gespielt. Macht ziemlich Spaß. Das hier ist jetzt, ich sag jetzt mal, ein Battle Royale. Last Man Standing oder Last Squad Standing. Gucken wir mal, wie das Spiel ist. Also bis jetzt bin ich zufrieden. Es gefällt mir auch. Wenn du natürlich PlayStation Plus hast, musst du nichts bezahlen. Aber ansonsten kostet das Spiel 15 Euro, glaube ich. Okay, und es beginnt. Brauchen auf jeden Fall ein paar Kisten. Oh, oh, weg da, weg da, weg da. Unser Teammate ist schon down. Okay. Ich weiß nicht, was unser Teammate hier macht, aber auf jeden Fall wird die Zone auch dann immer kleiner. Bin jetzt nicht so zufrieden mit meinen Waffen, aber man findet auch überall Kisten. Ich habe jetzt eine Granate gefunden. Muss mich kurz reingehen. Jetzt bin ich dead, Alter. Alter, der lebt noch. Alter, krass. Oh, Alter, was? Aber ja. Sind wir quasi raus aus dem Spiel. Sechster Platz geworden. War leider nicht so gut. Ich habe 316 Schaden gemacht. Kann mich nicht beschweren. Machen wir mein Team Deathmatch. Das macht ziemlich Spaß. Ja, komm. Wo Last Man Standing war auch. Ach, das gefällt mir natürlich auch. Komm. Genau, man kann auch zu dritt in einer Squad spielen. Zu viert geht es leider nicht. Keine Ahnung warum, aber wie bei Call of Duty. Trios, Squad, Team Deathmatch. Bis jetzt gibt es auch nur eine Karte, deswegen bin ich mal gespannt, ob neue Karten noch dazu kommen. Okay. Versuchen wir es nochmal. Okay, unser Teammate muss einen Ort suchen, wo wir dann sozusagen spawnen, bevor das Spiel beginnt. Wir sind also Dachspitze. Okay, wir sind ganz oben. Das merkt man an der gelben Markierung. Okay, es geht los. Hoffentlich ist mein Team gut. Oh, ich habe einen Revolver. Alter, mein Team hat die jetzt auf mich geschossen. Wir müssen aber weg, wir brauchen bessere Waffen. Oh. Ich muss meinen Teammates helfen. Sehr schön. Oh, mein Teammates. Ich kann mich nicht beschweren.
Oh, ja, Tor leider. Meine Teammates sind irgendwo. Leute, ihr müsst raus. Die Zone wird immer kleiner. Ich glaube, das war's. Er hat ihn wiederbelebt. Gerne mal gucken, ob meine Teammates es schaffen. Oh. Sehr schön. Alter, der haut ihn direkt mit der Shotty ins Gesicht. Aber du musst da raus, Junge, du musst da raus. Oh je. Komm, komm, heil dich. Wo ist denn der andere Teammate? Der ist, glaube ich, schon tot. Oh je. Zone wird kleiner. Zombie Ranger ist noch am Leben. Level 8. Hat einen Revolver und einen Shotty. Zwei Granaten. Was macht er? Okay. Da links oben, wo die Karte ist, da könnt ihr auch sehen, wie viele Kills ihr gemacht habt. Ich glaube, das rechts. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Anzahl der Squads sind oder links ist ja ein Timer, dass die Zone jetzt kleiner wird. Oh, er hat ein paar gute Sachen bekommen. Sehr stark. Sehr schön. Alter, 100 Schild, 100 Leben, das ist sehr schön. Oh, hinter dir, du. Alter, die Waffe ist tödlich. Oh je, 50 Schaden bekommen. Oh. Ah, die Shotty ist nicht so meine Waffe. Entweder du stehst genau vor der Fresse und machst dann wirklich viel Schaden oder du verkackst. Ah. Schade. Aber ja, das ist Worms Rumble. Ist wie gesagt für PlayStation-Spieler kostenlos, wenn man PlayStation Plus hat. Für PC-Spieler musst du 15. Ja, 15 Euro blechen, aber ich glaube, dass. Ja. Es geht, es geht. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte ein Gefällt mir unten. Ich streame auch fast jeden Tag auf Twitch. Unter KGD lasse ich auch unten in der Beschreibung. Und ja, das war's von mir. Ich bin raus. Tschüss.